Liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Heute geht es um Skeletech, das mir Konami netterweise zur Verfügung gestellt hat. In diesem Spiel geht es darum, dass man einen... Naja, wir sehen jetzt ja auch die Story. Aber ja, das sind wir. Wir sind ein kleines Skelett, der gerade gestorben ist. Und wir sind jetzt an einen neuen Ort gekommen. Diese kleine Fledermaus ist unser Freund und sagt uns, ja, hi, jetzt bist du in diesem Ort. Toll, oder? Und gleich werden Menschen angreifen. Und daraufhin werden wir ein Schwert bekommen, mit dem wir angreifen können. Und ja, das ist quasi die Story. Und obwohl das Spiel jetzt natürlich so ein bisschen aussieht, als wenn das so ein bisschen wie... War das Texas? Nee, Mexiko, ne? Als wenn das so ein bisschen wie Mexiko aussieht, mit diesem Fest der Toten oder sowas, wie das heißt, ist es tatsächlich nicht daran angelehnt, sondern das ist einfach nur deren Stil, dass man halt so ein Skelett ist. Wo kriege ich denn jetzt mein Schwert her? Vielleicht in der Schmiede? Das kann sehr gut sein. Hier war doch eine Schmiede. Ich habe das Spiel tatsächlich noch gar nicht gespielt, deswegen keine Ahnung, was abgeht. Okay, nee, keine Ahnung. Wo kriege ich mein Schwert her? Die Story soll allgemein nicht so gut sein in diesem Spiel, deswegen werde ich die einfach überspringen. Vor allem, weil es das Spiel nur auf Englisch gibt und ich keine Lust habe, das in dieses Spiel auch noch zu übersetzen. Weil ich das gerade bei Bug Fables schon so oft machen muss. Jetzt laber nicht so viel, du alter Mann! Soll bei Steam auf jeden Fall so 20 Euro kosten. Ob das wirklich 20 Euro wert ist, bleibt zu bezweifeln. Ich weiß, Konami hat mir das Spiel geschenkt und ich sollte jetzt eigentlich positive Sachen darüber sagen. Aber ich habe schon gelesen, dass das Spiel halt nur so 4 Stunden gehen soll. Und 5 Euro pro Spielstunde finde ich schon happig, muss ich sagen. Was ist das für ein Spieltyp? Es ist ein Jump'n'Run. Mit dem Schwert. Also, ja, weiß ich nicht, so ein ganz light Oriented Blight Forest vielleicht. Gut, jetzt sind wir anscheinend zu Hause. Wahrscheinlich haben die gerade gesagt, oh, die Menschen haben angegriffen. Aber wo, ich will jetzt endlich mein Schwert haben. Gib mir mein Schwert, du. Aber wir brauchen ein bisschen rares Metall, damit er uns unser Schwert craftet. Oh, da öffnet sich tatsächlich was. Aber ich habe doch noch gar kein Schwert. Tutorial. Okay, mit A können wir springen. Mit Doppel-A können wir doppelt springen. Ist das heftig. Ja, die Jumps in diesem Spiel sind, by the way, richtig komisch, weil aus anderen Spielen kennt man das ja, dass man in die Richtung, wo man jumpt, A drückt, also damit er dann springt. In diesem Spiel drückt man einfach nur in eine Richtung, wenn man an der Wand klebt, und dann springt er halt an die andere Wand. Heißt aber auch, ich kann von einer Wand zum Beispiel... Oh, das geht auch. Aber man drückt halt nicht A, damit man so einen Wandsprung macht. Das ist ein bisschen sehr merkwürdig und muss man sich erstmal dran gewöhnen. Gerade bei sowas hier, das ist echt ekelhaft. Oh mein Gott, kriege ich das überhaupt hin? Okay, von der Seite war das einfacher. Boah, ich glaube, das wird das Schlimmste an diesem Spiel, was ich mir merken werde, dass dieser Sprung so hässlich ist. So, was haben wir sonst noch so? Wir haben hier diese lilanen Dinger. Wenn man dagegen läuft, dann ist man instant tot. Aber die Zurücksetzpunkte sind eigentlich immer recht human gewählt. Heißt, scheiße, ey. Selbst wenn man stirbt. Oh mein Gott, stelle ich mich gerade behindert an? Ja, tue ich. Oh mein Guschnis. Also, wenn man stirbt, dann ist es trotzdem, dann muss man nicht allzu weit laufen. Ich will aber diesen Kristall haben. Bringt mir das was? Bin ich jetzt sofort wieder tot? Oh mein Gott. An sich müsste man da irgendein Challenge draus machen, oder? Wenn du so... Ach, ich kann ja einen Doppelsprung machen. Ich bin so ein Vollidiot. Wenn man so uns oft stirbt, dass man dann irgendwas machen müsste. LOL, okay, man verliert seine blauen Teile, wenn man verreckt. Das ist ja auch interessant zu wissen. Ey, also wenn das hier so weitergeht, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich... Ich will die blauen Steine jetzt nicht mit haben. I don't care. Aua, aua, ey! Da bin ich aber ziemlich sicher, dass ich mehr als 4 Stunden brauche. Kann ich den hier aktivieren? Nee, okay. Oh mein Gott. Okay, ich probiere jetzt mal so wenig zu sterben, wie geht. Alles klar? Alles klar. Hui. Allgemein, wir können ja mal so eine Challenge uns ausdenken. Leute, wenn ihr eine Idee habt, aua, für eine Challenge. Ah, ich merke gerade auch, diese Dinger hier sind Speicherpunkte. So, so. Für andere Spiele, wie zum Beispiel so für Money. Ist das ein komisches Spiel? Aua, aua! Ich gehe einfach gegen alles gegen. Ist okay. Kann ich bitte nochmal speichern? Danke. Bringt mir das überhaupt irgendwas? Ja, keine Ahnung. Wenn ich so Super Meat Boy oder sowas spiele, wo man halt wirklich oft stirbt, dass wenn ich dann, keine Ahnung, 10-mal sterbe oder sowas, dass ich dann irgendwas machen muss. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, dann könnt ihr das ja einfach mal in die Kommentare schreiben. Da ist mein Schwert, Leute. Ich habe zwar gar keine Leben mehr und dieser Typ will mich jetzt einfach vernichten. Aber das lasse ich natürlich nicht zu. Du komisches, dickes Etwas. Ich werde dir zeigen, was eine Kraft von über 9000 ist. Oh, Moment. Zack, zack. Ah, nicht schlagen. Ich glaube, wenn er mich einmal schlägt, dann bin ich einfach tot. Hä, kann er einfach blocken? Habt ihr das gesehen? Richtig krasser Typ.
Okay, deine KI kann gar nichts. Ich mach dich fertig. Da ist er weg. Und wo ist der böse, böse Mann? Der böse, böse Mann ist einfach abgehauen. Okay, jetzt haben wir ein Schwert. Jetzt wird das natürlich ein bisschen interessanter. Ja doch, wird jetzt schon interessanter, weil ich einfach dieses komische Schwert habe. Aber die Glocken läuten. Anscheinend bin ich jetzt ein böser Typ und die wollen mich vernichten. Deswegen muss ich ganz schnell weglaufen. Aua. So viel dazu. Mann, wieso sterbe ich denn so häufig? Weil man keinen fucking Wandsprung machen kann. Auf jeden Fall nicht, wenn man A drückt, wie man das aus jedem verdammten Spiel eigentlich kennt. Ultra weird. Okay, okay. Man muss sich nur dran gewöhnen, dann funktioniert das schon. Ich frage mich gerade, ob ich eventuell auch noch einen Schild bekomme später. Oder was hier abgeht. Was ist hier drin? Ah, nur weitere blaue Dinger. Ich glaube, die brauche ich nicht. Einige in den Rezessionen zu diesem Spiel. Hä? Was bringt das denn? Haben gemeint, dass es auch ein bisschen Metroidvania ist. Andere haben es aber wieder dementiert. Keine Ahnung, wie die Leute dann drauf kamen, dass es ein Metroidvania ist. Vielleicht einfach nur, weil man dieses Schwert bekommt. Und allein deswegen haben die schon gesagt, Metroidvania? Wenn man später noch irgendwelche Skills bekommt, dann okay. Aber meines Wissens bleibt man bei diesem Schwert und hüpft halt wirklich die ganze Zeit nur rum. Auf mich voll zu labern. Ich bin schon ein erfahrenes Skelett. Guck dir mein Schwert an und guck dir dein Schwert an. Meins ist viel krasser. Okay, ab in den Turm. Was bist du für ein Wesen? Hallo, Blubbidubbi. Kann man irgendwas mit dir machen? Scheinbar nicht. Greenery können wir auch noch nicht rein. Aber in die Kanalisation immerhin. Toll, Kanalisation mag ich ja richtig gerne. Bei Dead Cells mochte ich das schon richtig gerne. Dann werde ich das bestimmt auch in Skeletech richtig gerne mögen. Ja, so, keine Ahnung. Vom Grafikstil. Wow! Alles klar, Alligatoren. Zum Glück können wir schwimmen. Also vom Grafikstil gefällt mir das ganz, ganz gut. Ich mag ja dieses bisschen flashige, bisschen Situation Up-Upige. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also vom Grafikstil ist ganz nice. Es fühlt sich auch eigentlich ganz gut an, so vom Spielstil, wenn da jetzt nicht. Wenn da jetzt nicht dieser komische Wandsprung wäre, dann könnte das sogar ein richtig gutes Spiel sein. Beziehungsweise macht es mir bisher eigentlich auch ganz, ganz gut Spaß. Keine Ahnung. Aber ob ich für sowas 20 Euro ausgeben will, weiß ich immer nicht. Ich meine, naja, es ist. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit Waymond. Oder halt anderen Jump'n'Run spielen. Keine Ahnung, Leute. Au! Ich habe nie Waymond gespielt, deswegen kann ich das leider gar nicht sagen. Aber das, was ich gesehen habe von Waymond, sah das so aus, als wenn das auch immer einfach nur ein Jump'n'Run wäre. Und die sind ja nun mal auch genauso teuer. Also auch so 20 Euro, wenn nicht sogar noch mehr. Brauche ich denn jetzt einen Schlüssel her? Gar keine Ahnung. Ich laufe hier einfach durch. Da ist ja noch ein komischer Gegner. Was willst du? Hä? Willst du etwa kämpfen? Kein Ding, ich habe ein Schwert, mit dem ich dich vernichten kann. Ja, und ich für Waymond wäre ich auch nicht bereit, 20 Euro auszugeben. Also von dem her muss jeder selber wissen, wie viel Geld er hat. Aber ich glaube, oh, für so ein Spiel wäre ich persönlich so vom ersten Eindruck eher so bereit, höchstens 5 Euro auszugeben. Aua. Ich meine, vergleich das mal mit Super Meat Boy. Super Meat Boy ist ein richtig gutes Spiel. Jump'n'Run-mäßig. Und Super Meat Boy kostet was? 10 Euro oder was? Und da hast du halt richtig dran zu knabbern. Es ist schwer, es macht Spaß, hat richtig gute Controls. Und ja, kostet weniger als dieses Spiel. Da kaufen wir doch dann lieber Super Meat Boy jetzt. Das ist ja keine Ahnung. Ja, ja, ausweichen ist nicht so meine Stärke. Mal gucken. Bringt mir das was hier? Geh mal weg. Und allgemein haben halt so Jump'n'Runs nicht wirklich viel mit Story und so zu tun. Und ihr merkt schon. Naja, die Schwierigkeit, das einzig Schwierige an diesem Spiel ist zumindest bisher, ja, okay, wir sind noch am Anfang des Spiels, kann sich alles noch ändern, bla bla bla. Aber so was ich von den Gegnern sehe, sind die halt auch nicht wirklich krass. Das einzig Schwierige ist, dass man hier halt ein Objekt hat, was einen instant tot macht. Aber während die nicht da, die wirken auch eher so als als Alibi, dass sie das Spiel ein bisschen härter bewerben können oder so, oder? Als wenn die die irgendwie im Nachhinein ins Spiel eingefügt haben, nur damit man halt mehr Tode hat. So wirkt das auf jeden Fall auf mich. Die wirken so ein bisschen deplatziert, wenn ihr mich fragt. Dass sie auch einfach überall sind. Und die haben auch gar nicht erzählt, warum die hier überall sind. Ob das irgendeine Bewandtnis hat? Keine Ahnung. Es wirkt ein bisschen weird. Yeah, was diese blauen Dinger bringen, weiß ich auch nicht. Kann ich mich noch irgendwie verbessern vielleicht? Das wäre richtig. Aua, richtig toll. Was war das denn für ein Geräusch? Habt ihr es gehört? Ja, ich weiß, ich bin ein Hohlkopf.
Witzig. Kann ich das kaputt machen? Kann ich die auch kaputt machen? Nee. Ach, witzig. Also das Geräusch gefällt mir. Sounddesign im Spiel ist sowieso immer richtig witzig. Ah, ich kann mich sogar ducken! Wieso sagt mir das denn keiner? Also das hat mir bestimmt irgendjemand gesagt, aber... Das müssen wir ja sagen, auch wenn ich alles skippe. Mando. So, Schlüssel. Keine Ahnung, wo ich den schon wieder her habe. Ich sammle den einfach irgendwie immer random ein. So, links oder hoch ist die andere Frage. Ich habe ja einen Doppelsprung, von dem her sollte ich hier ja erstmal... Ah! Ich dachte, da wäre eine Wand. War aber gar nicht. Ich bin sowas von tot, ja. Okay, gehen wir doch den rechten Weg. Hui, ha. Zack, zack. Du hast mich vernichtet, dafür vernichte ich dich. Ist ja fast wie Dark Souls hier. Wow. Dark Souls müsste ich auch mal irgendwann spielen. Ich bin so mega schlecht in Dark Souls, aber vielleicht macht es das ja gerade witzig. Oder eben nicht witzig, weil ich die ganze Zeit nur bei den Bossen sterbe. Aua. Meine Güte. Also ich glaube, ich stelle mich aber gerade auch ein bisschen dumm an, muss ich sagen. Hallo, okay, der ist viel zu stark. Ein Hit noch, ich bin tot. Aua. Kann man irgendwo nach... Ah, guck mal, ich verliere aber auch nicht alle blauen Dinger, wenn ich sterbe. Also doch nicht wie bei Dark Souls. Kann der jetzt noch sterben? Du nervst mich. Stirb endlich. Danke. Lass mal gucken, was gibt es denn sonst noch? Okay, wir können anscheinend unser Schwert noch verbessern mit irgendwelchen Metallen. Ah, deswegen ist der Schmied da. Hier haben wir auch noch vier Dinger. Kann vielleicht doch ein bisschen roguelike sein, oder? Dass man Verbesserungen oder sowas findet. Guck mal, wie viele freie Plätze es hier einfach gibt. Eine Map haben wir, Option haben wir. Oh, es gibt auf jeden Fall noch Magie später. Okay, könnte noch interessant werden. Leider sieht man nirgendwo, wie oft man gestorben ist. Das wäre doch nochmal eine interessante Info irgendwie. Fände ich. So, aua. Dieser Sound ist trotzdem... Ja, geil, danke. Ich sterbe immer gerne durch diesen Sound. Glück, 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 Glück. Du Hohlkopf, ey. Warum guckt er eigentlich so böse? Ist doch witzig, wenn man hier gegen diese Dinger stirbt. Ich will da jetzt hoch. Also irgendwie macht das schon Spaß. Nicht so viel Spaß wie Cats are Liquid. Das hat schon mehr Spaß gemacht. Ah, das ist eine Plattform. Ja, okay, das macht das natürlich ein bisschen einfacher. Aber es macht schon irgendwie ein bisschen Spaß. Kann man nicht anders sagen. Aua. So, komm, jetzt. Nein, jetzt muss ich noch den ganzen Weg wieder da oben. So ein Dummkopf. Ach, natürlich, und jetzt knall ich gegen dieses lilane Ding dagegen, oder was? Ich will doch nicht mehr hier. Ich will doch einfach nur nach oben, bitte. So, danke. Rache für das Skelett. Ah, tja. Kannst du nicht einfach ein Skelett töten? Ich bin schon tot. Dummerchen. Denkt er einfach, er kann mich vernichten, obwohl ich schon tot bin. Ha. Was bringt mir das denn hier jetzt? Was bist du denn für einer? Hi. Guten Tag. Mhm. Guten Tag. Mhm. Da hat er einfach sein Lager aufgeschlagen. Mehr Leben für genau 100. Wir haben genau 100. Cool. Danke. Okay, also Verbesserungen und sowas gibt es auch. Das ist doch schon mal interessant, so. Rein formell finde ich das schon mal gut. Das ist so eine Mischung aus Jump'n'Run, aua. RPG, warum ist da einfach eine Bärenfalle? Da ist ja noch eine Bärenfalle. Diesmal dich. Ich will deinen Käse nicht. Und dein Käse will ich auch nicht. Fool me once. Aua, aber fool me twice, no way. Hallo, kleine Mäuse. Weg mit dir! Wir müssen hier unser Business machen. Jetzt sind wir in Mäuse-City. Das ist ja knuffig. Oh, der Mäusekönig ist auch am Stissel. Ach ne, es sind Ratten, keine Mäuse. Sorry. Sorry, dass ich euch Mäuse genannt habe. Oh, er will, dass wir ihn irgendwas bringen. Machen wir. Tschüss, große Ratte. Aua. Erstes Hindernis, ich sterbe. Nice, I like. Hui. So, das blaue Ding, da ist mir jetzt mal kurz egal. Wir bringen der Ratte noch kurz, was sie haben wollte. Gucken, was wir Tolles bekommen. Aua. Und dann soll es das für dieses Let's Test erstmal gewesen sein. Will die Ratte vielleicht das Teil da? Damit sie irgendwas kochen kann? Oh, ich komme hier gar nicht vorbei. Das ist ja dumm jetzt. Wo soll ich denn dann hin? Hä, einfach da hoch? Aber wie? Ich komme da ja gar nicht hoch. Doch, oh doch. Alles easy. Danke. Was ist das? Irgendeine Karte. Whatever. Okay. Danke für die Karte. Und noch ein Kristall. Wollte er jetzt die Karte haben oder wollte er was anderes? Aua. Aua. Lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Oh mein Gott, hier komme ich doch niemals... Okay, nevermind. Alles cool. Okay. Hüpfen, ducken. Hüpfen, ducken. Hüpfen, ducken. Hüpfen und hoch. Ist das alles anstrengend hier? So, oh Gott. Im nächsten Hit bin ich halt schon wieder tot.
Hallo, kleine Maus. Nee, Ratte. Ich rette dich. Ich bringe dich zu deinem Rattenkönig. Okay, sie will dich mit. Anscheinend gefällt dir das hier. Au. In den erstbesten Pfeil einfach reinhüpfen. Das kann ich immer sehr gut. Jetzt chill doch mal. Ich finde, die haben mir ein paar viel zu viele... Oh, Steinmonster. Von diesen Checkpoints hingepackt. Sodass man eigentlich wirklich einfach durchwaschen kann. Das ist der Dave. Der Dave ist es. Ja, und deswegen machen die Tode eigentlich nichts, ne? Ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn die weniger Checkpoints reingepackt hätten. Dass man diesen Dark Souls-Effekt halt irgendwie schon hat. Dass man dann halt seine blauen Dinger alle verliert. Und sich halt mehr anstrengt. So kann man halt wirklich einfach durchgehen. Man muss dann vielleicht mal zwei, dreimal probieren. Aber dann ist man halt durch. Dann hat das nicht so einen Impact, wisst ihr? Wenn man stirbt. Ja, ist ein bisschen nervig, aber ich bin ja in 5 Sekunden wieder da oben. Deswegen juckt mich das jetzt nicht wirklich. Oder wie seht ihr das? Und es ist jetzt schon sehr viel immer wieder dasselbe, muss ich sagen. Also immer Wandsprünge. Okay, das ist mal was Neues. Aber auch hier, wieder einfach ein Checkpoint. Genau da, wo man einfach am Sterben ist. Okay, hier ist auch richtig blöd, weil man einfach, wenn man an die Wand geht, so einen komischen Wandsprung machen muss. Okay. Ja, Domino Day. Funny. Okay, das ist schon wieder witzig. Toll, und alles für einen blöden blauen Kristall. Das bringt mir doch nichts. Noch ein komischer Kristall. Was will ich denn damit? Oh, hallo. Soll ich dich befreien? I found Mr. Tinky. Eine tote Katze. Okay, dieses Spiel hat Katzen. Dementsprechend kriegt es einen Pluspunkt. Ganz klar. Oh, ein Boss-Battle gibt es tatsächlich auch. Das ist endlich mal was Neues. Aua. Okay, scheiße. Bester Boss-Battle-Anfang aller Zeiten. Aber auch hier, scheißegal. Der Boss-Battle fängt nämlich nicht von Anfang an wieder an, wenn man stirbt. Sondern man schneidet einfach oben links und kann dann runterspringen. Okay, jetzt weiß ich auch, was wir für den Rattenkönig machen sollten. Wir sollten ihn hier anscheinend ins Lager lassen von den Menschen, damit er hier richtig geil essen kann. Haben wir gemacht. Mission erfüllt. Aua. Zurück zum Rattenkönig. Mission erfüllt. Was kriege ich? Er hat mir nicht mehr was gegeben, ey, so ein Schwachkopf. Na gut, mit diesem krassen Boss-Battle würde ich sagen, was das dann aber mit diesem Let's Test sollte lang, dass ihr einen Einblick bekommen habt. Ja, wie gesagt, ungefähr 3 bis 4 Stunden Spielzeit, wenn man es casual spielt. Ich glaube, so wie ich das gerade spiele, kommt man, glaube ich, locker in 3 Stunden durch. Ja, und ansonsten eigentlich ganz schön. Danke auf jeden Fall Konami, dass ich das antesten durfte. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst trotzdem ein Like da. Könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Spiel an sich findet. Und dann bis zum nächsten Mal zu einem anderen Video. Und tschüss.